Damit willkommen oder herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Heute geht es dabei um Spyro Splatter, welches am 13.03.2018 für die Nintendo Switch erschienen ist, 4,99 € kostet, 140,51 MB groß ist, nur auf Englisch, aber dafür halt ein Party-Puzzle-Spiel, wobei ich Party jetzt nicht ganz verstehe, denn es ist nur für einen Spieler und Sometimes You hat sich anscheinend was dabei gedacht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Erstmal gucken wir ganz kurz in den Optionen, Audio. Collision Warning, okay, gut. Spiel ist jetzt nicht da. Von dem her würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze einfach mal komplett an. Mit A können wir unseren und wir müssen immer zu diesem Ziel. Okay, das war ein bisschen heftig. Kann ich auch mit dem... Nein, ich kann nur mit dem Digitalkreuz spielen. Mit dem Digital... Nur mit dem Analogstick. So. You've unlocked Stage 2. Ja, das ist das Spiel soweit. Jetzt lernen wir noch Teleporter kennen. Und wir kriegen eine Warnung, wenn wir in der Nähe sind vom Rand. Oh. Ey. Das gibt's nicht. Also wer hier die Herausforderung sucht. Der hat hier definitiv was gefunden. Krass ist das denn? Das hier von einem verlangen. Er zählt immer wieder. Nee, von unten. Oh, das gibt's nicht. Nein! Jetzt will ich nochmal schaffen. Na gut, hier fängt es immer wieder von vorne an. Oh, verdammt. Ein Stern. Oh. Ist nett. Also es ist nett. In Konzentration und wer dann sozusagen ein bisschen üben möchte mit der Genauigkeit, der ist, glaube ich, hier bei dem Spiel richtig. Ist es nicht großes für 4,99 €, aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes, also... Für den Zwischenvertreib ist es bestimmt lustig. Ich weiß jetzt nur nicht, ob's. Ob es. Hallo? Ob es Touch Control unterstützt? Kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Toll. Also, wenn ich dann später in den Leveln besser bin. Dann muss man das nicht weiter verstehen, oder? Ah, ernsthaft? Genau. Was? Mit Level? Ah, Stage 3. Nein. Dumm von mir. Oh.
dachte ich, da käme ich schnell durch und dann sowas. Oh. Erledigt. Was? Wollte gerade sagen, da habe ich jetzt aber voll verkackt, oder? Hm, ah ja. Ah, verdammt. Hier durch. Runter. Über. Wow. Und hier durch. Zurück. Ganz Vorsicht. Könnte ich natürlich auch langsam lang gehen. Oder aber hier durchrushen. Warum muss ich das jetzt normal machen? Mit 6, genau. So. Mal erstmal so. Der sollte mich ablenken. Achso, der war auf dem Button, deswegen. Man sollte hier nicht zu schnell durch. Da lang. Schon hier hart. Ach, verdammt. Falsch geguckt. Das Ganze geht auch alles ohne Blut. Man könnte das Ganze auch mit Blut machen. Stattdessen nehmen sie hier weiße Flecken. Boah. Ja, ist klar. So, bis hierhin ist das eigentlich alles noch relativ simpel. Das wird ja dann noch schwerer, wer die Trailer sich angeguckt hat. Level 3 von 8 abgeschlossen. Gehen wir mal weiter ins nächste. Wow. Ich hätte schon gerne einen Checkpoint. Ach geil. Tür auf. Okay. Richtig. Erinnert so ein bisschen an der heiße Draht, ne? Kennt ihr das noch? Gab's mal bei einer Spielshow? Nein! Ja, nicht den Rand berühren. So. Vorsichtig da lang. Schöner wäre das jetzt hier mit dem Digitalkreuz, ganz ehrlich. So, und schon haben wir das erste. Wow. Okay. Runter. Wow. Oh, jetzt wird's. Checkpoint.
lang. Lang. Und jetzt muss ich da ganz... Drei von zehn komplett. ...75 Sterne müssen wir sammeln. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber ab hier. Hier habe ich alle. Probieren wir es da. Einstellen sammeln, ey. Puh. Was habe ich denn? Ja, ne, das heißt, zwei fehlen mir noch. Das heißt, hier. Unlocked. Aber ich habe Level 10 übersprungen, sehe ich gerade. Kann das sein? Oh ja. So. Stage 3, 4. Ich werde immer schneller. Es wird immer gemeiner. Alter. Jetzt chill mal die Base. Der Pip wird für bescheuert oder was? Ah! Dead Level. Oh, komm. Texting. Und hier irgendwie, dass ich hier am meisten Probleme habe. So. Ah, war ja. Ja, sowas ist dann einfacher. Nein. Sechs Ding. So. Komm da wieder raus. Nein. Warten. Leck mich. So. Das zählt auch als Reset. Ist das jetzt nicht euer Ernst, oder?
Okay, wir müssen das also ganz langsam angehen. So, ganz vorsichtig durch. Wow. Genau, ich düse einfach nur durch. In der Hoffnung, dass ich hier mal durchkomme. Irgendeiner von denen wird doch schon hier mal durchpassen. Oh, verdammt. Oh. Oh, rr. Gibt's doch nicht. Oh, ich habe wirklich noch einen Stern bekommen. Genau. Ach, da ist ja auch noch einer. Den habe ich voll übersehen. Drecksding. Nein. Reicht es nicht, dass die so da sind? Ach, verdammt, gerade runtergerutscht. Gerade einen runtergerutscht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ach, komm. Oh, letzte Level. Ja, genau. Was zum Geier? Was habt ihr sie noch alle, ne? Leck mich. So, durch da, komm. Jetzt der andere. Ach, komm. Er sich wieder schnell. So. Komm her, komm, komm. Uhu. Und uns fehlen zwei Sterne. Das ist wahrscheinlich der da, ne? Ja. Ihr könnt mich mal hier bei dem Level. Ihr könnt mich mal bei dem Level richtig kreuzen. Aber welches Level war das? Ach, Schande. Okay. Ach, verdammt. Ah. Okay, ihr seht also, hier gibt es haufenweise Herausforderungen, die man bewältigen kann. Oder das hier. Ich hoffe, ihr konntet so einen gewissen Eindruck gewinnen von dem ganzen Spiel. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.